mein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, man hat es gesehen, das war ein sehr, sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften, auf einem sehr, sehr schwer zu bespielbaren Boden, sehr tief. Wir sind sicherlich etwas besser in das Spiel gekommen, auch in der ersten Halbzeit die Mannschaft gewesen, die etwas mehr investiert hat, vielleicht eine leichte Überlegenheit hatte, mit dem Freistoß an Slattenkreuz und dann an den Beringer und dann daraus folgt den 1-0. Bei dem nächsten Freistoß sind wir eigentlich in Führung gegangen und das war unser Ziel. Wir haben es vielleicht versäumt, in diese Phase das Zweite zu machen und nach der Halbzeit versäumt, die ersten 15 Minuten wieder in den Rhythmus zu kommen, den wir in der ersten Halbzeit hatten. Und da hat Duisburg unglaublich viel investiert und ich habe mich schon die ganze Zeit dabei und wir haben uns überlegt, dass wir da richtig gegenhalten müssen, weil irgendwann lässt auch die Kraft auf so einem Boden nach. Wir haben dann das 1-1 kassiert, weil wir eine Sekunde unaufmerksam waren bei dem schnell ausgeführten Einwurf von der Poppy und dem Rückpass. Da haben wir unsortiert gewirkt und unsortiert gestanden, dann ist das 1-1 gekommen. Da haben wir schon wieder gesehen, dass die eine oder andere darüber nachdenkt, warum gerade jetzt das Tor fällt, aber sie haben sich zusammengerissen, haben wieder zusammengefunden, mussten die 5 Minuten überstehen und zum Ende zu. Ich glaube, letztes Jahr war das auch so, da die Kommentatoren, glaube ich, in der 88. das Tor für uns geschossen, sind wir wieder etwas stärker geworden. Und hätten uns eigentlich sogar mit dem 2-1 belohnen können, was die Schiedsrichter nicht gegeben hat. Das ist eine Tatsachenentscheidung, ich habe es anders gesehen, aber wir brauchen nicht drüber reden. Das 1-1, denke ich, ist für beide Seiten verdient, für beide, weil es ein ausgeglichenes Spiel war, mit 90 Minuten und sicherlich auch keinen Sieger verdient hat. Und deswegen fahren wir jetzt nicht unzufrieden heim, weil der Abstand auf Platz 2 natürlich auch nicht angewachsen ist. Und dann müssen wir sehen, dass wir nächsten Samstag, Sonntag in Essen versuchen, 3 Punkte einzufahren und noch mit der nötigen Konsequenz in der Vorbereitung darauf hinzuarbeiten, Platz 2 angreifen zu können. Und das ist sicherlich noch möglich. Danke. Danke, Sven. Was ist mit Lira? Muskelfaserriss. Lira bei Hammer. So, das war der Kommentar von unserem Messetrainer. Hallo Marco, auch herzlich willkommen für dich und dein Kommentar. Ja, wie der Sven es bereits schon gesagt hat, war es von Beginn an so, dass die Frankfurter besser im Spiel waren. Sie waren aktiver, sie waren aggressiver in ihrem Verhalten, haben kompakt gut gestanden, sind so entsprechend auch gut in die Zweikämpfe gekommen, die sie, ich sag mal, zu 70-80% gewonnen haben. Dadurch wirkt das natürlich dann auch nach außen hin so, dass Frankfurt natürlich dann schon die bessere Mannschaft ist im Verlauf der ersten Halbzeit. Wir waren einfach nicht in der Lage zu Beginn dagegen zu halten. Wir waren etwas zurückhaltender, ängstlich will ich nicht sagen, einfach, wir waren einfach passiv. Wir haben anders gespielt als in Potsdam, wo wir sicherlich um jeden Zweikampf bis zum letzten gekämpft haben. Und wir hatten eine vergleichbare Situation zur Halbzeit wieder, im Rückstand, wie in Potsdam, natürlich nicht mit 2 Toren, sondern mit 1 Treffer. Aber auch hier haben wir uns wieder vorgenommen, dass wir die Arme wieder hochkrempeln, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten, dann die Zweikämpfe annehmen und wenn möglich gewinnen. Ich denke, das war dann auch nach der Pause gut erkennbar, dass da ein Wandel drin war, dass die Mannschaft dann den Schalter umgelegt hat, aggressiver wurde, gemerkt hat, wenn wir aggressiv sind, dass wir besser ins Spiel reinkommen, dass wir Aktionen Richtung Tor bekommen. Sind dahingehend dann mit dem Ausgleich belohnt worden, haben wir dann auch die eine oder andere gute Möglichkeit, die wir leider vergeben haben, aber unterm Strich muss man sicherlich feststellen, aufgrund des Gesamtverlaufs, dass das Unentschieden sicherlich in Ordnung ist. Da pflichte ich dem Sven absolut bei. Für wen jetzt welche Punkte am meisten von Nutzen sind, ist immer so eine Sache halt. Ich finde es einfach schade, ich hätte mich gefreut, wenn die Mannschaft heute mit einem Dreier noch nach dem Sieg in Potsdam nochmal kräftig nachgelegt hätte, wie ich die Woche schon mal gesagt habe, dass man den Sieg in Potsdam vergoldet. Gut, wir haben jetzt einen Punkt, den nehmen wir mit. Wir warten ab, wie die Konkurrenten morgen spielen und dann werden wir noch ein Spiel in Leipzig haben. Und ich hoffe, dass wir immer noch eine gute Basis haben, dass wir nach der Winterpause weiter oben dabei sind und unsere Rolle weiter oben mitspielen. Danke Marco. Gibt es Fragen? Ja, das 1-0. Muss da die Kommunikation besser sein auf dem Platz? Die Chris hat nicht bekommen, dass es ein Linienhalter war. Wenn es nicht hingeht, ist es kein Tor. Die entscheidende Frage von einem Kollegen war indirekter Freistoß beim 0-1. Und wenn die Chris nicht angegangen wäre, hätte er wahrscheinlich geholt werden müssen. Ja, also meine Stimme hat auf jeden Fall nicht gereicht, weil ich hatte schon nämlich angesagt, dass das indirekter Freistoß ist. Unverständlich auch, dass wir da in dem Bereich keine Mauer stellen, denn wir wissen, eine Beringer aus der Distanz
die kann er schon mal drauf halten. Ich würde sagen, er hat gefühlte 40 Freistöße also geschossen, die ja alle durch die Bank sehr gefährlich waren. Und einer davon hat also zu Gegentor geführt. Er hat das natürlich in der Halbzeit kurz angesprochen, aber Chris hatte die Info sicherlich nicht. Sonst hätte sie die Hand weggelassen und ja, dann wäre es das erspart geblieben. Aber so ist es halt. Tor ist gefallen und dann der andere drauf ist. Und beim zweiten Freistoß aus ähnlicher Distanz stand ja die Mauer dann auch. Ich habe es übrigens auch gesagt, indirekt. Ja. Mir hat es auch nicht gehört. War besser. Die Welle hat es gehört. Ja. Hat die Mauer mit dem Finger getroffen. Weitere Fragen? Ja, generell so nach der Hinrunde jetzt mal so ein bisschen Bilanz zieht, was auch was die Zuschauerresonanz angeht. Heute ist ja ein ganz guter Besuch mit 2,5, ich denke, oder fast 2,5, da seid ihr zufrieden insgesamt mit dem Nach-WM-Effekt. Eine Frage nach der Hinrunde und auch dem Zuschauerzuspruch. Ich denke mal, was immer mit dazu gehört, ist die Tatsache, dass immer Leistung geboten werden muss. Das ist unabhängig von der WM, klar, die hat natürlich auch ihre Auswirkungen, dass da vielleicht der ein oder andere, der sonst nicht mit dem Frauenfußball in Verbindung steht, so ein bisschen animiert wird, einfach auch mal in die Frauen-Bundesliga reinzuschauen, dass da auch gute Spiele absolviert werden können, spannende Spiele vor allen Dingen sind. Im Endeffekt zählt immer nur die Leistung. Wenn eine Mannschaft Aufopferungskämpf Woche für Woche die Leistung abruft, dann kommen die Leute automatisch, nehmen dann wieder zwei, drei Leute mit. Ich denke mal, das ist eine Kombination aus dem Ganzen. Ein kleiner Schwung von der WM und sicherlich die Leistung, die die Mannschaft bisher in der Hinrunde abgegeben hat. Der WDR hat uns genehmigt, dass wir die Pressematerie machen, damit ihr alle nicht so lange warten braucht. Wenn ihr noch einzelne Fragen gleich habt, eventuell die Trainer laufen nicht weg, aber sie haben zugesagt, beim WDR noch ein Interview zu machen und die Leitung ist gleich weg. Also von daher erstmal vielen Dank und ich denke, dass ihr hinterher noch eine Minute zur Zeit habt. Auf jeden Fall wünsche ich euch offiziell gute Rückrunde, gute Einfahrt, frohe Feiertage. Und für unsere Kolleginnen und Kollegen sage ich noch, dass wir Montag Weihnachtsfeier haben, dann geht es nach Leipzig und das erste Heimspiel ist am 26. März um 11 Uhr gegen HSV. Viermal drüber. Nein, Februar, dann sind wir schon was fest. Frohe Feiertage und gute Rutsche. Dankeschön.